umgebaut hat zum Wasserkraftwerk. Das heißt, jetzt liefert das Ding gleich Strom. Wie sieht's aus? Der lädt. Der lädt? Das ist schon Wahnsinn. Also wer hätte das gedacht? Ja, da würde ich mal sagen, das ist doch perfekt, oder? Also wir sind hier gerade bei Julian, drehen gerade ein kleines Tutorial zu der neuen Zeppi Wallbox, die er sich da bestellt hat. Und Julian, du hast mir aber was viel Geileres erzählt. Absolut, das ja. Muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ja, genau. Und zwar, du hast jetzt eine Möglichkeit von einem Nutzer bekommen, Strom aus Wasserkraft zu gewinnen. Genau, und das zu Hause. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte vor ein paar Jahren, wo mal einer einen BMW mit einem Dieselgenerator geladen hat? Ich finde das Bild bestimmt, ich blende es mal hier ein. Genau, und einer von euch hat sich so aufgeregt darüber, dass der so einen tragbaren Generator umgebaut hat zum Wasserkraftwerk, zum transportablen Wasserkraftwerk. Und das zeige ich euch jetzt. Gut, also der hat einen ganz normalen Benzingenerator genommen, der lief wohl auch früher mal auf Benzin, deswegen sind diese ganzen ollen Aufkleber hier noch drauf mit Ölmischen und was weiß ich was alles, aber pass mal auf, habt ihr mal das hier gesehen? Der hat hier einen Wasseranschluss eingebaut und das Ding soll intern irgendwie eine kleine Turbine haben und das Wasser irgendwie in Strom wandeln. Hier drüben ist dann, kannst du es sehen, die Steckdose und ey, wir müssen das unbedingt ausprobieren. Also, ich würde sagen, Wassermarsch. Kommst du rüber? Wasser an. Ja, ich bring den mal mit. Der ist gar nicht mal so leicht. Nee, Wahnsinn. So. So, wie rum brauchst du den? Ja, so, hier, dann kann ich das nämlich gleich hier anschließen. Wasser ist drauf. Und jetzt werden wir das Ganze hier einfach anschließen. Ich drehe aber noch mal kurz vorher ab, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da irgendwas falsch mache. Ja. So, Wasser dran. Und klack, angeschlossen. Wunderbar. Einmal aufdrehen. Zack. Zack, jetzt ist Druck drauf. Und jetzt werden wir das gute Stück anschließen gehen. Ich stelle es mal hier hin. Hier ist die Steckdose, Steve. Und jetzt müsstest du mir mal deinen Charger geben. Das andere erstmal raus, genau. So, jetzt hast du hier mein Notladekabel. Wie ist das bei deinem Auto? Wo musst du zuerst angeschlossen werden? Auto? Ist egal. Ist egal. Kannst du erst ins Auto. Jetzt ist es ja so, der hat mir ja gesagt, das Ding kann ja noch mehr. Und zwar, wir haben ja jetzt hier einen konstanten Wasserdruck. Das heißt, jetzt liefert das Ding Gleichstrom. Also das ist jetzt Gleichstrom. Und er hat nachher gesagt, er kann auch noch Wechselstrom. Mal gucken. Also, schließen wir das ganze Ding jetzt mal hier an. Achso, das ist ja hier vorne. Hast du es drauf, Steve? Ja, habe ich drauf. Unglaublich. Weltpremiere. So. Jetzt an. So. Und dann würde ich sagen, ich schalte auf On. Ja. Und es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Eins, zwei, Wassermarsch. Okay. So, Licht ist echt beschissen. Wie sieht's aus? Der lädt. Der lädt? 5 Stunden 25. Dann bin ich bei 60%. Das heißt, der lädt mit ungefähr 12 Ampere. Wahnsinn. Das funktioniert echt. 2,4 kW. Und das einfach so aus der Wasserleitung. Einfach so. Wahnsinn. Ja, da würde ich mal sagen, das ist doch perfekt, oder? Das also, ist doch mal was für ein Innovationspreis. Absolut. Ich glaube, das müssen wir anmelden. Also nicht wir, sondern natürlich unser Zuschauer, der uns das eingeschickt hat. Also Wolli, du hast echt einen Mega-Job gemacht und wir sagen einfach mal Daumen hoch. Julian, aber eine Sache müssen wir noch klären. Du hast was von Gleichstrom gesagt. Das muss jetzt aber Wechselstrom sein, weil da ist ja der Schuko dran. Ja, das wandelt der intern um. Der hat nochmal einen Inverter eingebaut, um aus Gleichstrom Wechselstrom zu machen. 2,4 kW haben wir ja gesehen. 12 Ampere funktioniert einwandfrei. Aber
Er hat gesagt, das Ding heißt ja nicht umsonst Wattkompensator. Das heißt, wenn wir damit an die Nordsee fahren und Ebbe und Flut nutzen, Steve, was haben wir dann für einen Strom? Na, dann haben wir gleich Strom. Dann haben wir gleich Strom, nämlich gleich Wechselstrom. Ja, aber also, dann ist es, also, aber verstehe ich das richtig, dass du dann mehr Watt rausbekommst, wenn Flut ist? Ja. Eigentlich am meisten Watt, wenn Ebbe ist. Nee, wie, also umgedreht? Ja, also immer im Wechsel. Ach so, immer mal im Wechsel. Mal so, ne? Ebbe, Flut. Also komme ich jetzt überhaupt nicht mehr mit, weil das müsste doch dann ein, das wäre ja von meinem Verständnis her eher Wechselstrom. Aber gut, das ist wahrscheinlich so eine, da bist du als Physiklehrer wahrscheinlich also eher bewandert. Also das ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass man bei Ebbe am meisten Watt sieht. Und wir können auch nochmal umrechnen. Kann man sich eine Eselsbrücke wir bauen. Können auch nochmal umrechnen. Ein Watt umgerechnet in Volt. Da haben wir vorhin nochmal gerechnet, müssten so ungefähr 1000 sein. Ja, also schon Wahnsinn. Also wer hätte das gedacht? Ich bin echt geflasht. Ich bin auch definitiv. Also ich meine, ihr seht es hier, ne? Der Ioniq lädt immer noch fröhlich da. Und Wasser ist aufgedreht. Super. Also, genau. Wenn das nicht ein Innovationspreis wert ist. Ach so, übrigens, falls ihr euch wundert, wo das gebrauchte Wasser ist, das wird intern in dem Tank natürlich gespeichert zum Recyceln, ist ja klar. Weil Nachhaltigkeit ist natürlich wichtig. Und dann kannst du das hinterher einfach auskippen. Genau, richtig. Also okay, perfekt. Wie viel Wasser fasst der so? Also musst du irgendwie einmal die Stunde ausleeren? Oder? Ich glaube, das ist so ungefähr ein Liter pro Stunde, ja. Das kommt ungefähr kann hin. Man dann gleich auch zum Blumengießen benutzen oder Hände waschen oder so. Also ist dann nicht irgendwie verseucht oder nein, irgend sowas? Gar nicht. Es ist nur entionisiert. Genau, richtig. Entwattet eben. Ne? Weil ja. Die Watt sind ja jetzt hier drin. Also ich würde sagen, das Ding ist spitze. Hammer. Gut. Alles klar. Dann, das war's eigentlich schon. Gib dem Video einen Daumen nach oben, ne? Wenn euch dieses Teil gefallen hat und schreibt auch ruhig in die Kommentare, dann werden wir den Wolli heißt er, ne? Ja, Wolli, genau. Werden wir dem das alles weiterleiten und werden ihn nötigen, dass er das Ding auf jeden Fall in Serie bringen Absolut, muss. Absolut, ja. Ich meine, das kennen wir ja von den Autos, das ist halt ein Umbau. Ja. Ein Umbau von Verbrenner auf Wasser. Ist jetzt ein Prototyp im Prinzip, aber. Ja, aber eigentlich schon ganz gut, ja. Ja. Also, super. Ja, genial. Super. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.